Stress ist wirklich in unserem Leben allgegenwärtig und Stress kann sich vor allem körperlich durch ganz, ganz viele verschiedene Symptome zeigen. Ich möchte dir jetzt mal ein paar näher bringen, dass du wirklich weißt, wie du den Stress vielleicht bei dir im Körper momentan wahrnimmst. Stress, vor allem wenn er chronisch wird, hat eine immense Auswirkung auf unseren Körper und natürlich langfristig kann das viele verschiedene Organsysteme oder auch Organe an sich beeinflussen oder angreifen. Die Hauptsymptome, die mit chronischem Stress in Zusammenhang stehen, sind Kopfschmerzen, Sodbrennen, Magengeschwüre, Verdauungsproblematiken, hier vor allem das Reizdarmsyndrom, aber es können auch Nahrungsunverträglichkeiten auftreten, ein geschwächtes Immunsystem, das heißt, dass du dich häufig krank fühlst, es können Schlafstörungen auftreten, Übergewicht kann auftreten, Hormonstörungen, also dass die Schilddrüse nicht mehr gut funktioniert oder vielleicht auch mit dem Blutzucker Problematiken auftreten, Gewichtsveränderungen und was ganz wichtig ist und häufig vergessen wird, dass natürlich auch das Thema der Reproduktion, also der Fruchtbarkeit und auch der Libido ein ganz, ganz wichtiges Thema sind, wenn es um Stress geht. Ein Thema, was wahrscheinlich ganz viele Menschen beschäftigt, ist das sogenannte Reizdarmsyndrom. Wenn wir uns das Reizdarmsyndrom schulmedizinisch anschauen, ist das ein Thema, was nicht so ganz greifbar ist, denn beim Reizdarmsyndrom treten ganz viele verschiedene Symptome auf, also dass wir auf gewisse Lebensmittel mit einer Blähung reagieren oder mit Schmerzen, dass wir nicht richtig verdauen können. Und es hat aber meistens kein Muster, was sich durchzieht, sondern das ist ein sehr, sehr buntes Feld und wir können meistens als Betroffene nicht gut einschätzen, auf was wir eigentlich reagieren und was dafür verantwortlich ist. Aus ayurvedischer Sicht hat dein Darm ganz, ganz viel Zusammenhang mit dem Vata-Dosha, also mit dieser luftigen Energie, von der wir schon gesprochen haben in anderen Videos. Und dieses Vata-Dosha ist etwas, was vor allem durch Stress sehr, sehr stimuliert werden kann. Das Luftige in uns hat als Eigenschaften, dass es sehr bewegt sein kann, dass es sich schnell verändern kann, dass es aber auch trocken sein kann, wenig Substanz hat und viel von äußeren Faktoren beeinflusst sein kann. Und genau das sind ja auch die Themen, die das Reizdarmsyndrom mit sich bringt. Das heißt, was kannst du für dich machen, wenn du merkst, deine Verdauung ist nicht ganz in der Balance, ist ein bisschen unangenehm für dich? Dann ist natürlich der erste wichtige Punkt, dass du das medizinisch abklären lässt und aus ayurvedischer Sicht kannst du für dich zu Hause einiges umsetzen. Achte darauf, dass du regelmäßig isst, dass du viel Warmes isst, dass du wohltuende Kräuter einsetzt für die Verdauung, dass du zwischendurch auch immer wieder darauf achtest, wie du isst, das heißt, ob du sehr schnell isst oder eher langsamer, denn das ist auch häufig ein Faktor, der damit reinspielt. Und natürlich ist eine tiefe Atmung ganz, ganz wichtig, damit die Verdauung funktionieren kann und auch Entspannungsmomente, denn nur wenn wir entspannt sind, kann die Verdauung richtig funktionieren. Ein weiterer großer Punkt, den viele von euch kennen werden, ist das Thema Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, vor allem der Spannungskopfschmerz, den wir so als dumpfes, globales Spannungs- und Schmerzgefühl wahrnehmen, ist etwas, was ganz, ganz eng im Zusammenhang mit dem Stress steht. Wir stehen quasi wortwörtlich immer unter Spannung. Im Ayurveda wird das so gesehen, dass wir ganz viel in unserer Kopfebene unterwegs sind. Das heißt, dass wir sehr viel denken müssen, dass wir uns wortwörtlich den Kopf zerbrechen, dass wir immer unter Strom stehen und sozusagen die Energie aus der Kopfebene gar nicht mehr in den Körper geleitet werden kann. Was kannst du tun, wenn du merkst, dass du unter diesen Spannungskopfschmerzen leidest und das immer wieder ein Thema für dich ist? Natürlich ist auch hier wichtig, dass du das erstmal ärztlich abklären lässt, aber wenn das passiert ist, kannst du für dich zu Hause aus ayurvedischer Sicht einige Dinge einsetzen oder umsetzen, um dir hier etwas Linderung zu verschaffen. Bei Spannungskopfschmerzen ist vor allem das luftige und das feurige Element in unserem Körper, in unserem Geist erhöht. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass wir in die Kühlung kommen und dass wir in die Erdung kommen. Achte darauf, vor allem wenn sich sehr, sehr viele Gedanken bei dir im Kopf kreisen, dass du dich hier wirklich zentrieren kannst. Das kannst du ganz einfach über Meditation und Atemübungen erreichen. Des Weiteren ist es wichtig, dass du einmal überprüfst, wo hältst du die ganze Zeit Spannung in deinem Körper? Presst du vielleicht den Kiefer zusammen? Ziehst du die Augen immer zusammen, dass du die Stirn runzelst? Denn wenn wir sehr viel Spannung in den Muskeln in unserem Gesicht halten, hat das natürlich eine Auswirkung auf den gesamten Kopf.
Das Thema Schlaf ist auch ganz wichtig, wenn es um Spannungskopfschmerzen geht, denn nur wenn wir ausreichend schlafen, können wir diese Spannung über Nacht auch abbauen und in die Regeneration finden. Aus ernährungstechnischer Sicht kannst du darauf achten, dass du wirklich sehr viele vitaminreiche Produkte zu dir nimmst, vor allem Vitamin D-reich, Magnesium, Vitamin B2-reiche Lebensmittel, um so wirklich auch zu schauen, dass all deine Nährstoffe, die vor allem dein Kopf und dein Gehirn braucht, dass die gut und ausreichend vorhanden sind, und achte darauf, dass du gute Fette zu dir nimmst und hier wirklich dein Gehirn damit auch nährst. Wenn wir über Kopfschmerzen sprechen, müssen wir natürlich auch eine Etage tiefer denken, und vor allem die Nackenbeschwerden und die Rückenschmerzen sind ein großes Thema, wenn es um Stress geht. Warum ist Stress so eng mit diesen Schmerzen verlinkt? Nun, zum einen sitzen wir sehr, sehr viel am Tag. Das heißt, die meisten von uns haben einen Job, wo sie sehr viel am Schreibtisch sitzen, und wenn wir uns naturgemäß dann wenig bewegen, sorgt das für Verspannung. Der Stress sorgt aber auch dafür, dass die Muskeln ständig in einer Grundanspannung sind, denn wenn du nochmal zurückdenkst, wie der Stress funktioniert, geht es ja darum, dass man vor einer Gefahr davonrennen kann oder kämpfen kann. Das heißt, wir brauchen diese Grundanspannung. Häufig haben wir dann auch eine eher ungünstige Körperhaltung, wenn wir am Schreibtisch sitzen, und dadurch bauen sich diese Muster eben auf. Gerade der Rücken ist ein Bereich, der sehr, sehr viele feine Nervenbahnen enthält und viele Sensoren, die einfach ganz fein auf Stress und Schmerz reagieren, und deshalb bildet sich hier vor allem der Schmerz aus. Was kannst du für dich aus ayurvedischer Sicht tun? Natürlich ist es ganz wichtig, dass du dich viel bewegst, also dass du zwischendurch immer wieder kleine Pausen am Schreibtisch einbaust, um dich zu stretchen, zu dehnen, die Muskeln zu lockern, zwischendurch Spaziergänge machst. Yoga ist natürlich auch etwas, was dir dabei eine gute Unterstützung sein kann. Und gerade aus ayurvedischer Sicht werden sehr, sehr viele warme Ölmassagen eingesetzt. Das heißt, du kannst Öl nehmen und damit deine Muskeln gut massieren und sie so lockern.